بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا آمين يا رب العالمين. Letztes Mal haben wir darüber gesprochen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er an Al-Madina angekommen war, dann hat er gefunden, dass die Juden den Tag von Ashura gefastet haben. Hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nach dem Grund gefragt, warum die Juden haben den Tag dann gefastet? Dann bekam er die Antwort, dass dieser Tag war ein besonderer Tag für die Juden, weil Allah subhanahu wa ta'ala Musa alayhi salam und sein Volk gerettet hat und Pharaon, möge Allah ihn verfluchen, und sein Volk ertrinken ließ. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam den Tag gefastet und hat dann Befehl gegeben zu den Muslimen, dass sie den Tag auch fasten. Weil, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in dem Hadith, die ich letztes Mal erwähnt habe, gesagt hat, نحن أحق أولى بموسى, wir haben ein größeres Anrecht auf Musa und wir sind ihm oder wir stehen ihm näher. Weil die Leute von der Schrift, die haben ihre Religion geändert und wir sind die wahren Muslime, Allah sich ergebene und die wahren Gläubige. Wir haben die Religion von Allah subhanahu wa ta'ala nicht geändert, weil Allah subhanahu wa ta'ala schützt seine Religion. Deswegen, ich habe mich verpflichtet gesehen, über dieses große Ereignis zu reden, warum wir den Tag von Ashura fasten. Und der Tag von Ashura war gestern. Und hoffentlich haben die meisten Muslime den Tag dann gefastet, weil es gibt eine große Belohnung für das Fasten dieses Tages. Das war ein Tag, wo Allah subhanahu wa ta'ala seine Beweise klar dargestellt hat. Wo er die Wahrheit beigestanden hat und die Lüge und der Unglaube zunichte gemacht hat. Als die Kopten in Ägypten sich Allah subhanahu wa ta'ala widerlegt haben und die wollten nicht glauben und die haben gegen die Muslime gekämpft, und die haben viel Stress geübt auf die Gläubigen von Banu Israel. Und die haben einfach ihren Tyrannen, der Pharao gefolgt, der wirklich übertrieben hat, obwohl Allah subhanahu wa ta'ala zu ihm zwei Propheten geschickt hat. Einmal Musa alayhi salam ist ein Prophet und Gesandter, der zu den fünf besten Propheten gehört, ein Prophet der Entschlossenheit, in Ulil Azm. Und hat ihm als Unterstützung seinen Bruder dann Prophet gemacht, Harun. Die haben ihm viele klare Beweise gezeigt, viele Wunder. Die haben mit ihm mit sanften Worten geredet. Und trotzdem, der hat wirklich den Maß überschritten, bis er gesagt hat, Ana Rabbukumul A'la, ich bin euer höchster Herr. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala ihn vernichtet als Lektion zu allen, die gegen die Religion Allahs kämpfen. Allah ist mächtig. Was waren die Menschen überhaupt? Die waren nichts. Die sind aus einem Samentropfen. Die sind so schwach. Und sobald sie ein bisschen Kraft bekommen, was machen die? Die kämpfen gegen den Allmächtigen, dessen Kraft nicht weniger wird, dessen Kraft keine Grenzen hat. Dieser Mensch tut wirklich echt leid, wenn er gegen seinen Schöpfer wirklich kämpft. Weil das Ende ist schon bekannt. Da muss man einfach die Geschichten lesen. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns über diese Geschichten berichtet. Die sind keine Nachtgeschichten. Oder einfach, dass wir Abwechslung bekommen. Es gibt viele Analogien zwischen diesen Geschichten von unseren Vorfahren und was heutzutage auch passiert. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat Musa im Koran sogar mehr erwähnt als Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Aus dem Hauptgrund, dass es zwischen Banu Israel und die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam viele Ähnlichkeiten gibt. Viele Sachen, die mit ihnen passiert ist, die passieren heutzutage auch. Viele Sachen, die mit Musa passiert sind, möge Allah ihm Frieden schicken, die passieren und die sind passiert mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass wir auch eine Lektion ziehen, auch, dass wir dieselben Fehler nicht wiederholen, dass die Feinde von Allah subhanahu wa ta'ala ihr Ende auch kennen. Wie genau in dieser Geschichte, möge Allah subhanahu wa ta'ala seine Religion unterstützen und dass wir diese Religion selber mit uns selber unterstützen, weil unsere Religion ist viel wichtiger als uns selbst. Wo die Gelehrten die Darurat al-Khams, die fünf Notwendigkeiten, eingestuft haben, kommt an erster Stelle die Religion, alles andere kommt danach. Weil al-Fitna ashaddu min al-Qatl, Beigesellung ist schlimmer als Sterben, als Umbringen. Weil wenn man stirbt, dann ist sein Leben zu Ende. Einfach. Aber was wichtiger als Sterben ist, wie ist man gestorben? Wenn man als Ungläubiger stirbt, dann hat man sein Diesseits und Jenseits verloren. Deswegen ist Beigesellung schlimmer als Umbringen. Als die Kopten übertrieben haben, als Pharaon übertrieben hat, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn beschrieben, wie folgt: Pharaon war ja überheblich im Land und gehörte wahrlich zu den Maßlosen. Dann kam die frohe Botschaft von Allah subhanahu wa ta'ala. Hat Musa alayhi salam seine Gefährten zu sich gerufen, die haben sich versammelt und hatte angefangen, Warnungen zu geben, zu ermahnen, zu erinnern an die Hoffnung von Allah subhanahu wa ta'ala und an das schlechte Ende, wenn man Allah subhanahu wa ta'ala nicht gehorcht. Und dann hat Musa alayhi salam ihnen gesagt, Musa sagte: O mein Volk, wenn ihr wirklich an Allah glaubt, dann verlasst euch auf ihn, wenn ihr ihm Ergebene seid. Haben sie gezögert? Nein. Und das ist die Segnung, wenn man sagt, ich habe gehört und ich habe gehorcht. Was haben die gesagt? Sie sagten, auf Allah verlassen wir uns. Und dann kam die frohe Botschaft von Allah subhanahu wa ta'ala, dass sie besiegen werden. Obwohl, wenn man das mit weltlichen Mitteln betrachtet, das ist ein ungerechter Krieg. Eine ungerechte Auseinandersetzung. Ein ungerechter Kampf. Pharaon, das werden wir in der Geschichte jetzt gleich sehen. Als die Banu Israel gewandert sind, die sind geflohen, ist er hinter ihnen gelaufen mit einer Armee, die betrug 1.600.000 Soldaten. In der jetzigen Zeit ist das schon eine riesige Armee. Und damals, das war wirklich wie eine Armee von Ameisen oder von Bienen. So groß war die Armee und wurde gesagt auch, dass die hatten 100.000 schwarze Pferde bei der Armee. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat die Macht über alles. Wenn er so eine Sache sagt, sei die Wehr dann, ist egal. Obwohl die Leute von Musa alaihi salam waren wenig. Das hat Pharaon selber gesagt, dass sie wenige Leute waren. Dann Musa alaihi salam hat einen Betruf gegen Pharaon geäußert und hat gesagt, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala ihm befohlen hat, Merkmale an ihr Wohnungen zu zeichnen, dass sie sich gegenseitig erkennen, wenn die wandern wollen, dann wissen sie, was sind die Häuser von Banu Israel, die können sie unterscheiden zu den Häusern von den Kopten. Dann hat ihnen den Befehl gegeben auch, dass sie viel beten in ihren Häusern, weil das Gebet ist eine Standhaftigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann haben sie Betruf gemacht. Musa macht den Betruf und Harun sagt Amin. Und Musa sagte: Unser Herr, du hast ja Pharaon und seiner führenden Schar im diesseitigen Leben Pracht und Besitz gegeben, unser Herr, damit sie andere von deinem Weg in die Irre führen, unser Herr. Lösche ihren Besitz aus und schnüre ihren Herzen fest, sodass sie nicht glauben, bis sie die schmerzhafte Strafe sehen.
Und Allah subhanahu wa ta'ala hat diesen Bittruf dann erhört. Allah ist allhörend und allsehend. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist großzügig, vor allem zu seinen nahen Leuten. Und dann sind sie gewandert. Als Pharao das gehört hat, ist er so wütend geworden. Er hat diese riesige Armee, die ich vorhin beschrieben habe, dann gesammelt und dann wollte alle töten. Und wo sie sich getroffen haben, das war am Roten Meer. Und das war kein Ausweg für die Leute von Musa alaihi salam. Vor ihnen war das Rote Meer, von beiden Seiten Gebirge und hinter ihnen der Pharao. Dann hatten die Leute von Musa alaihi salam Angst gehabt und haben sie gesagt, inna la mudrakun, wir werden für wahr eingeholt. Dann kommt jetzt die Antwort von einem, der wirklich Vertrauen an Allah subhanahu wa ta'ala, ein vollständigen Vertrauen an Allah subhanahu wa ta'ala hat. Er verlässt sich auf Allah subhanahu wa ta'ala richtig. Und er hat gesagt, kalla, inna ma'i rabbi sayahdin, keineswegs, denn mit mir ist mein Herr, er wird mich leiten. Das heißt, er wird mir den Ausweg zeigen. Er wird mir die Rettung dann geben. Und das war ein Herz, dass Allah subhanahu wa ta'ala nah ist. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala den Befehl gegeben zu Musa, dass er mit seinem Stock auf das Meer schlagen soll. Und dann haben die Leute einen trockenen Weg gesehen, dann das Fischen zwischen das Meer. Das Meer hat sich gesammelt von beiden Seiten, es war wie zwei große, gewaltige Berge. Und die haben einen Weg, das Fischen, wo es kein Tropfen Wasser gibt. Das war ein Wunder von Allah subhanahu wa ta'ala. Normalerweise, Frauen und seine Gefolgschaft, wenn sie sowas sehen würden, dann sollen sie Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung bitten und Niederwerfung machen, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen ihre Sünden dann vergibt. Aber Pharao war so überheblich gewesen, dass er gesagt hat, nachdem er gezögert hat, was mache ich jetzt? Dann hat er gesagt, guck mal, was das Meer für mich gemacht hat. Ich bin ein Gott, damit ich diese Leute dann fangen kann. Subhanallah, so arrogant war er. Und hat diese Wunder für sich zugeschrieben. Und Allah subhanahu wa ta'ala gab auch den Befehl zu Musa, nachdem er zu der anderen Seite rübergegangen ist, dass er nicht mit dem Stock wiederum schlägt, dass das Meer wieder sich zusammentut, bis Pharao und die ganze Armee da drinnen waren. Und dann gab Allah subhanahu wa ta'ala diesen Befehl zu Musa alaihi salam und wiederum mit seinem Stock auf das Meer. Und nachdem Pharao früher gesagt hat und als Begründung oder auf diese Begründung gestützt hat, dass er ein Gott wäre, wo er gesagt hat, ich habe den Besitz von Misr, von Ägypten und diese Flüsse fließen unter meine Füße. Guck mal, ich bin reich, ich bin stark, ich habe den Besitz von Ägypten. Und so weiter und so fort. Dieses Wasser, worauf er gestützt hat, dass er ein Gott ist, ist auf seinem Kopf, nicht mehr unter seinen Füßen, auf seinem Kopf dann war gewesen. Und Allah subhanahu wa ta'ala ließ alle dann ertrinken. Und das ist ein Zeichen und Wunder von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er die Feinde Allah subhanahu wa ta'ala alle sterben ließ. Und keiner hat die Rettung bekommen. Und dass er seinen Nächsten, seinen Awliya, einen Beistand gegeben hat und keiner ist gestorben. Da muss man daraus lernen. Da muss man wirklich Vertrauen in Allah subhanahu wa ta'ala haben. Wenn man geprüft wird und der ehrt sich derjenige, der glaubt, dass er nicht geprüft wird. Da waren die Propheten, die besser als wir geprüft worden. Und wie Allah subhanahu wa ta'ala uns erklärt hat im Koran, wie sein Gesandter Muhammad sallallahu alaihi wa sallam uns erklärt hat in seiner Sunna, die Leute, die am meisten geprüft werden, sind die Propheten und danach kommen die Besten, dann die weniger sind. Und Al-Ulama, also die Gelehrten, sind die Erben von den Propheten und die erben auch sowas. Glaube nicht, dass du nicht geprüft wirst. Das ist eine Prüfung von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er deinen Glaube stärkt und dass er deine Sünde vergibt und dass er weiß auch, ob du wirklich an diesem Weg festhältst oder nicht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle
Standhaftigkeit dann geben, dass wir alle fest auf dem Weg dann bleiben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala dann alle Feinde von Islam dann sterben lassen. Entweder gibt ihnen die Rechtleitung oder dass sie alle sterben dann. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns als Muslime dann leben lassen, als ergebene Leute dann sterben lassen, dass wir die höchste Stufe im Paradies dann erreichen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Sünden vergeben. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وأقم الصلاة